Inventar packen und dann kannst du das, kannst den Gurt nachladen. Ja, aber ich habe jetzt nämlich von außen aufmunitioniert und habe jetzt von 100 auf 200 Schuss für die M2 vorne am Rohr nachmunitioniert. Echt? Ich hätte aber gerade auch schon gut reingesteckt. Jetzt mit, ich muss jetzt die 62er aufnehmen. Direkt. Für die 42er. Ja, ich hab eine Kiste, 6 Uhr, eine Kiste, 12 Uhr, noch eine Kiste. Jetzt rein. Direkt 12. Das Feuer frei. Sehen noch nicht. Bin noch ein Stückchen vor. Noch eine Kante. Mit MG sehe ich schon. Der hat uns aber dead on, den bist du sehen. Geht die Toni schon mit runter? Vielleicht kann man mal senken. Minarett links sehe ich besetzt. Ne, rechts vom Minarett. 3, 6 Grad. Anhalten. Der ist dunkel, der Panzer, der leuchtet nicht. Du bist noch raus. 3, 6 Grad, rechts vom Minarett. Ja, der Zoom ohne Hitze ist nicht so gut, deswegen muss ich erst schauen jetzt. Ne? Du siehst die Crew oben drin sitzen. Ich sehe. 4 Fass. Feuer. Links vom Bunker, ne? Warte. Scheiße, ohne. Der steht links vom Bunker her, gesehen. Ja, check. Fast. Halt mal noch. Okay, aber die Infanterie. Warten noch bis der Heli. Halt einfach auf den Panzer. Bin drauf. Rechts, die siehst du ja. Einen dritten. Auf 40 Grad auf dem Dach. Scheiße, das ist auch der einzige Ort mit einer Tankstelle. Ihr Turtle, wir haben den T-72 am Südeingang im Visier, warten dann auf Feuer vom Heli und schalten dann im Zuge den T-72 aus.
Okay, Laser steht. Danach Prio die MG-Schützen im Turm und dann die ganzen MG-Schützen. Okay, bereit machen. Ja. Sehr gut. Feuer. Ich habe keine Ahnung, ob der getroffen hat oder nicht. Doch, Crew geht raus. Machen wir mal einen Nachschuss auf den. Ah, okay, naja, hat sich erledigt. Ja, Wechsel 50er. Überhaupt hier eine Waffe? Nee. Überturm. 2 MG-Schützen bekämpft. Super bekämpft. Okay. Bringt ja gar nichts. Okay, BTR kommt uns entgegen. Selbst stand. Guck du mal auf den Stadteingang. Ich guck aufs Flusstal. Fastri ist aktiv, aber bewegt sich nicht wirklich. Einzelschützen Vorfeld, Panzerbesatzung. Ich habe einen weiteren MG-Schützen, glaube ich. Ja, Dischkim-Schütze. 38 Grad. Fragefeuer frei. Ja. Ah, fuck, der hat sich hinter das Haus gedreht. Cobra hat kein Schild, die kommt da ein bisschen. Feuer halten. Siehst du den? Direkt über Minarett. Rechts über Minarett jetzt. Die 24, oder? Ja. Okay, rückwärts Marsch. Go, go, go. Und Rauch. Ich hab mir im Visier, der fliegt langsam. Ich fahr hier ins Tal runter. Anhalten. Bin ich stehen, durch. Siehst du ihn? Negativ, Busch im Weg. Wieder 5 Meter vor, dann hab ich vor. Anhalten. Heli bewegt sich. Heli bewegt sich. Wird langsamer. Zu hoch, oder? Glück. Steht, er kommt im Rauch. Bin weg. Mit der Sabot. Okay, rückwärts raus. Ich sehe nicht, ob ich getroffen habe. Negativ. Heli fliegt. Turtle weicht aus. Feindliche Heli Nahbereich. Jetzt stand er noch schaffen. Ah, ist so heiß. Ich kann mit Bordkanone ins Feuer. Okay, Kanone auf 12. Ausgerichtet. Vorwärts anhalten. rechts. Oh! Nicht schießen. Cobra ist hinter dem. Ja, bleib hier stehen. Alles gut. Ja, schön gewesen, die hätten ihn mal gemeldet. Direkt über uns? Eigener Heli. Ah, nee. Noch einer. Wir haben 1 Uhr Feind-Heli. Ich hätte doch Stinger mitnehmen sollen, verdammte Scheiße. 230 Grad. Mir direkt vor uns. Ich sehe gar nichts. 45 Grad, gerade weggeflogen. Der zweite ist von unserer Position jetzt ca. 0 Grad. Die Schießrakete. Ja. Ist weg. Dreh mit ihm mit. 330. Ist zu hoch. Der dreht gleich. 3,20. Na, er dreht ab. Na, jetzt dreht, kriegt uns von hin. Okay, rückwärtsmarsch. Sagt der Cobra links von dem. Von denen aus westlich ist die jetzt über. Cobra Turtle links von euch. Westlich von euch flog der gerade weg. Wow! Was macht der? Weg, der spielt ab. Okay, der macht komische Sachen. Vorsicht, schießt mit der Gun. Okay, langsam.
Umgebung muss noch BTR sein. Ziel Guts. Und davor? Davor steht noch der BTR. Neben dem Minarett direkt vorm Guts. Nicht im Wärmebild zu erkennen. Ja, wir sehen. Feuer frei. Sie platzt. BDR bekämpft? Ja, mit dem G-Schützen bekämpfen. Naja, so verstanden. Ich prüfe gerade, wie wir das Video einsehen können. Wir stehen gerade eher tief. Müssen dann auf jeden Fall nochmal verlegen. Zeitlenzen bekämpfen. Oder MG-Schützen. Beat weiß Turtle immer an alle teilweise feindlichen Fahrzeuge nicht im Wärmebild, wiederhole nicht im Wärmebild, setzt auf White Hot Fahrzeuge schwarz, obwohl besetzt und in der Fahrt. Turtle in. Wer ist ausgestiegen vom MG? Direkt auf 31 Grad, das ist links vom geplatzten Panzer. Links vom Minarett, also ist, kommt der Panzer, dann kommt das Minarett. Ja. Vor der Stadt zwei MG-Schützen sitzen da. In so einem Sandsack-Ding. Da ist noch ein Busch davor. Ich sehe sie. Busch-Schützen bekämpft. Haben wir was beschossen oder ist es? Warte, hat uns da gerade was getroffen? Die haben zurückgefeuert, die BNMG-Schützen. Weiterer MG-Schütze erkannt, 29 Grad, Dach. Ist bekämpft. Sagt den Jungs von Spreckels, dass die Häuser heiß sind. Wir haben mehrere Infanteristen in Häusern. Wir haben sie schon. Ansonsten jetzt nur Weichziele am Boden. Weiterer MG-Schütze, vermutlich ZSU, 3-1 Grad auf Dach. 3-1, ich prüfe. Zwei Mann an Fässerwache. Ja, ist eine ZU. Kämpfen. Geo 50er. Lasers drin, Feuer. Jo, beide dann down. Okay. Ich guck mal, was mit Charlie. Charlie Turtle kommt. Ja, Frage, könnt ihr Schützen im Minarett oben wegmachen oder sollen wir die sonst rausnehmen? Komm. Ich weiß nur nicht, ob das da eigene Schützen sind. Ja. Die rechts hinten, das sind auf jeden Fall Feinde. Ja. Links in der Stadt ist was explodiert. Ja, der Heli. Da jede Menge Infanterie jetzt von links kommt. Wir haben ein bisschen verschoben, versuchen die wegzunehmen, soweit wir können. Könnt teilweise nicht mehr unterscheiden, wer Feind und Freund ist. Ist nur ganz leicht zu erkennen. Ich glaube, die Westen, die strahlen mehr schwarz aus, wenn du auf dem Blackscreen bist. Alpha, hier Turtle, Frage, Status. Okay, Feuer halten. Monty, 4-9 Grad runter ins Tal. Doch, die kämpfen noch. Deutschbuch fliegt aus den Büschen, 40 Grad, Feindinfanterie unter uns. Ja, schieß auf den links davon. Okay, jetzt fahren. Gas, Gas, Gas. Turtle verlegt Fußbett, Alpha möglicherweise ausgefallen, wir sehen uns sporadisch im Spurort, können aber momentan nicht wirken. Feuer halten, Feuer halten, das ist so gefährlich, dass du da eingetrist. Check. Fahr hart rechts, an die rechte Seite ran. Was im Nahbereich rechts, direkt vor. Anhalten. Ja, okay. Ja, weiter, weiter. Okay.
Baum. Wir hängen an einem Baum oder sowas. Ja, nicht schnell genug hochgekommen. Fahrzeug besetzt, links, anhalten 20 Grad. Sitz ist bekämpft. Wird neu besetzt. Einer auf. Ja, schieß raus. Fahrerfenster. Oh, fuck, der war nicht gewollt. Er hätte wenigstens treffen müssen. Ja, ich hatte den Laser von meinem 200 drin, ich wollte auch nicht wechseln. Ja, jetzt gehen wir mit der Sabot. Bitte dann, wenn er zur Front und zu uns steht. Danke. Okay, weiter Richtung BDR, Alpha. BDR. Ja, selbes Ziel. Lädt. Feuer. 5, 4, 3, raus. Er kämpft. Schön. Okay, Monty, 2, 9 Grad. Falls jemand bei Alpha hört, hier Turtle, wir kommen jetzt zu euch, benötigen mal Rauch für eigene Markierung. Okay, jetzt den Schützen da auf 12 Uhr. Monty, dreh mal ein bisschen rechts. Alpha, hier Turtle, komm. Na, dachte ich mir. Kein Funkkontakt zu Alpha, wir suchen jetzt aufzuklären, wo die liegen. Anhalten. Wir kämpfen mal den Typ da oben. Ja, wir sind unten im Flussbett. Wenn ihr oben mal auf die Mauern da gucken könnt, oberhalb. Okay, weiter. Fahr mal auf 51 Grad. Ich hab Wärmeziehkontakte in 32, könnte eine eigene sein, liegen am Boden. Dann dirigier mal. 3-0 Grad direkt hinter dem Feld am Hang. Aber die schießen noch, oder? Ja, die schießen. Also die Schmink ist ausgefallen. Oh, das ist eine Rakete an uns vorbeigeflogen von links. Eigener Sichtkontakt. Links oben. 336, anhalten. Bekämpft, jo. Sichtkontakt zu Eik. 338 Grad, 100 Meter, hinter dem Bus. Okay, ich will nicht in die Büsche da reinfahren. Auf jeden Fall eigener, Amerikaner. In RPG im Rückraum. Rückwärts Marsch. Der war auf 283 oben am... Ja, links ist auch noch einer, 273. Oh. Wir sehen, verpiss dich. Monty, guck mal, dass du irgendwie so fest, dass du uns hier stellen kannst, dass wir... Sichtkontakt eigene. Ja, 3, 4, 4, aktiv. Ja, warte, ich glaube, vielleicht... Turtle. Finden gerade. Oh, wir kriegen Beschuss. Einschlag. Ja, wir spüren's. Sichtkontakt, Fahrzeug bewegt sich, nicht besetzt, am Schützen. So, wir sind jetzt auf, gleich auf dem Plateau. Ja, da wollte ich hin. Dann müssen wir erstmal die Infanterie wegmachen, die da links und rechts noch rumläuft. Rechts ist verstanden. Große Infanteriegruppe. Ja, okay. Steht? Ja. Dann Feuer. Nee, ich bin doch nicht auf dem Loader sitzen. Ist bekämpft. Nordwestlicher Laser. Hat er. Weiter rechts. Sind das da unten unsere? Da vorne unten? Ja, ja, dort. Kann uns noch zwei, drei...
den Turm drehst, ne? Katastrophe, ne? Hier, Sichtkontakt eingeziehen, ziehen sich zurück. Turm nach links, 284 Grad, zwei Schützen. Um. 284. Kämpft. Ihr Turtle, Gruppe, ihr habt Feuer frei auf Infanterie, die links vom Flusstal ist, weil uns geht bei die Moon auskommen. Wir haben ein bisschen RPG-Beschuss, aber unbekannt. Ich muss gleich mal sich Prüfung von außen machen, sobald die Lage hier geklärt ist, kommt. Sieht erstmal ruhig aus. Einzelläufer war ganz weit hinten, aber... sonst alles okay soweit. Kopa, jetzt hört er kommen. Wenn Sie die letzte Position von Alpha gesehen habt, links davon haben wir Mauern an einem Feld entlang. Da können wir nicht einsehen, ob hinter der Mauer noch jemand liegt. Könnt ihr da mal ein paar Gaben reingeben? Tölene. Sprit nähert sich der 50%. Ja, Alpha ist gerade auf dem Rückzug, glaube ich. Schädige. Ja, verlieg mal eigenständig. Ich sehe nichts. Aber du stehst auch nicht. Ja, ich sehe auch nur. Warte, jetzt drehen wir einmal um 180. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ein gutes Feld ist, wo man was sieht. So. Alles gut, das können wir mal gleich gucken. Ja, der Turban. 5 Grad an der Häuserkante. Kontakt. Läufer Panzerbesatzung, 5-4 Grad tief, schießt. Ja, bekämpfen. 5-8 Grad, Einzelschütze. Kommst du so tief? Oh. Alpha Turtle sind wieder in Position, alte Position, südwestlich der Stadt kommen. Reinrückende Infanterie aus dem Rückraum der Stadt Richtung 5-0 Grad, verteilt weit in dem Waldgebiet. Alpha, Turtle, kommen. Okay, Charlie lebt noch, Charlie liegt da. Sind wir noch 5 Meter vor, bitte? Jo. Ambi fährt. 5-4 Grad. LFG. Achso, ja, 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 ja. Ferngesteuert. Ja, am, am Ortsausgang halten wir dann erstmal. Jawohl. Turtle bewegt sich Richtung Norden, aktuelle Position in Absagal auf 035044. Also man sieht auf jeden Fall, wo wir lang gefahren sind. Ja, anhalten, anhalten, anhalten. Den Mauerstück auslassen. 345 Grad, Standby. Kampfpanzer, nicht, noch nicht schießen. Nur mal ins Visier nehmen, 3, 4, 5. Ich sehe da einen Baum. Turtle auf 0, 3, 5, 0, 4, 4. Azagal. Wir nehmen die Straße durchs Azagal Valley und fahren Richtung Norden, da haben wir direkte Sicht auf Abadas. Ich sehe noch keinen Panzer. 3, 4, 5 Grad über den Bäumen rüber.
fällt ein. Ja, ist bei mir Wüste und nicht animiert. Da muss ich noch hochstellen, damit ich das sehe. Ich hab 3000 Meter. Wo hast du es denn eingestellt? Das sind nur 2 Klicks. Naja gut, 3 Klicks. Knapp. A-Sicht weiter habe ich jetzt hoch, warte mal. Also über Configure, Add-on Options und dann hier Ace View Distance Limiter. Genau, das Spielersichtweite zu Fuß 3000, Landfahrzeuge 9, Luftfahrzeuge 7, Sichtweitengrenze 12.000. Dynamische Objektsichtweite ist bei mir aus, soll ich die anmachen? Nö, nee, passt noch nicht. Und deine Ingame Settings? Ja, die müsste ich vielleicht mal nachgucken, ja. Grafik. Ah ne, das war, wo war denn das gewesen? Doch, Video, Configure Video. Einstellung, Video oder so. Sichtfeld ist... Ah, ja. Da sollte man vielleicht mal hochschrauben. Dün, dün, dün. Da kannst du mit Ace viel machen, wie du willst. Ort. Ja, ich sehe den Panzer. Das ist immer okay. So Bombenbase-Infanterie. Ja, zwei Panzer. Einer auf 3, 4, 5 Frontsuits. Einer auf 3, 4, 8 Stehquersuits. Sicht. Wir verlegen jetzt langsam geradeaus weiter nach vorne, ohne die Straße. Also möglichst gerade einfach fahren, Motti. Damit er das Rohr auf dem Panzer halten kann. Kannst du ruhig normal wehfahren. Komm tiefer, Licht vom Panzer ist weg. Ja, komm hier durch die Büsche. Der passt einfach nicht durch. Er lässt auch keine Mauer auf, ne? Na, Turtle an alle, sagt in der Base schon mal Bescheid, die so ein paar Dollar bereitlegen. Wir machen gerade für die Ortschaft Platz. Okay, nochmal langsamer. Jetzt kommen wir tief, ne? Ja. Können wir uns hier so halb links, genauso auf 3,50, ich muss quasi links von der Straße bleiben. Die Kampfentfernung ist ja eigentlich schon okay. Du meinst jetzt da vorne auf die Anhöhe voraus, oder? Nee, links von der Straße bleiben. Genau, also quasi geradeaus und dann ein bisschen links. Achso. Weil die Straße fällt ja jetzt gleich relativ steil ab. Ja. Da ist ein Stein, also erst auf 3,55. Ja, also noch mehr Steine. Korrigier mal. Ne, da stehen wir offen zum Ding. Ne, fahr geradeaus weiter auf Straße runter. Okay, jetzt bleib links. 3,55 Grad. Na, wir stehen eh komplett offen gleich zu denen, aber es geht nicht anders. Anhalten. Das ist für ein komischer Compound vor uns. Ah, das ist das nächste Ding da. Ist ja schwul. Aber eigentlich können wir es ganz gut einsehen von hier, oder? Mehr oder weniger. Aber ja, doch. Ist bekämpfbar, Panzer links ist einsehbar, Panzer rechts ist einsehbar, Infanterie. Ich weiß nicht, was da auf, was auf 3, 4, 6 steht. Was mich irritiert ist, ich habe einen einzelnen Schützen, der sieht aus, als wenn der festmagnetisiert wurde auf 353. 353? Ich glaube, der ist noch nicht aktiv, ne, wegen dynamisch. Genau, wenn er sich... Ja, die sind alle noch nicht aktiv wegen dynamisch. Also das Einzige, was aktiv sein müsste, sind die Fahrzeuge. Ja, die kleben alle fest noch, ja. Okay. Wir könnten natürlich vorne da an den Compound ranfahren. Ich würde einfach eine teilgedeckte Stellung hier vorne irgendwo mit den Felsen auf 338 machen. Also... Dreh mal auf 14 Grad. 20 Meter vor. Weiter. Also hängen. Naja, ich verstehe. Einfach runter auf die Straße. Das heißt, ich mich ein bisschen senke. Ah ja. So. Aber da ist natürlich das Gebäude im Weg, wenn wir jetzt hier in der Senke stehen.
Fahr mal so, dass wir links von dem hohen Gebäude ankommen. Gut, sehen wir halt gar nicht, was im Nahbereich von uns ist, aber... Naja. Wird schon nix sein. Vertrauenserweckend. Okay, halt. Stopp, würde ich sagen. Was ist denn da für eine komische Telefon? Sichtkontakt nur noch auf einen Panzer jetzt? Na, wegen dem Busch da vorne, oder? In Hambi auf 2 Grad. Ist aber kaputt. Ja, ja, den Static hab ich schon gesehen, ja. Der ist fuck. Ja, müssen wir noch vorwärts bis in die Büsche rein. Ich hab nix. Da sind noch ein paar Felsen. Ein bisschen links. 335. Ja, wir machen halt nur die Büsche. Genau hier, dann wieder. Das wäre optimal, glaube ich. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ja, ich werde die Lücke durchschießen und den Stein an der Deckung. Ja, das wird ein Busch davor. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Obwohl, warte mal kurz. Stopp, doch, von hier müsstest du eigentlich alles sehen. Geh mal einen halben Meter nochmal zurück. Jawohl. Stopp, ja, das ist optimal. Okay, Panzer 1 ist einsehbar. Panzer 2 ist einsehbar, einfach super, ja. Ich hab zwar hier Büsch Vordersicht, aber alles gut. Ja, ich meine, gut, wir können halt auf nichts wirken, was in der Ortschaft ist, aber auf alles. Wenn den richtig den Baum nicht noch fällen. Das wäre so geil, wenn du rausgehen könntest mit einer Axt. Auch ein Fahrzeug. Kahn, guck mal. 3, 4, 6 Grad zwischen den Gebäuden. Zeigt noch einen schwarzen Punkt. Sieht aus wie eine Kette mit MG oben drauf. 3, 4, 6. Ja, das hatte ich vorhin auch schon gemeint, dass da noch irgendwas steht in diesem Busch. Links steht ja auch noch ein Hambi, links davon. Na, sieht man vorne noch die Vorderräder. Links von dem Panzer, der zu uns steht, ist auch nochmal ein Hambi. Ja, aber das eine, keine Ahnung. Ich sehe aber auch keine ZU auf den Dächern oder so, also zumindest jetzt nicht markant erkennbar. Eine Infanteriegruppe auf 352 ist noch freezed. Eher ja, tiefer. Warte mal, ich geh mal kurz über Luke. Dreh mal bitte den Panzer 90 Grad nach rechts. Wir gucken, dass der Baum da gefällt wird. Ah, perfekt. Okay, jetzt kannst du wieder nach vorne. Okay, kannst du die Turbine ausmachen? Jawohl, Turbine aus. Das ist ein Humvee. Ja, das, was ich meine, das ist ein Humvee.